Freunde, ich bin unterwegs mit meinem Kumpel. In der saftigen Natur. In der saftigen Natur, genau. Wir laufen heute zu Burg Wieseneck. Und jetzt mal schauen, wir gucken jetzt mal, wie es da aussieht. Mein Kumpel war noch nicht da, ich war da. Steht anscheinend nicht mehr viel, also es steht nicht mehr viel, kann ich euch direkt sagen. Aber der Weg ist das Ziel heute. Und kommt einfach mal mit auf die Reise. Schaut euch mal diese herrliche Natur hier an. Mitten im Schwarzwald. Mittendrin. Es ist mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr den Falco gehört habt. Es ist mega schön hier. Und da oben ist die Burg, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da ist so ein kleiner Felsen und da ist das Ziel der heutigen Wanderung. Und wir laufen jetzt hier an diesem schönen Hof, der vor uns liegt, vorbei. Dann habe ich noch eine kleine Andacht. Nimmt mir das nicht übel wegen den Videos, ne? Aber ich tue mir alles videotechnisch, Schnitt, Bearbeitung, alles selber beibringen. Ja, ich weiß, es gibt tausendmal bessere Leute wie ich. Aber ich würde mich immer freuen, wenn ihr meinen Content anguckt, einen Kommentar da lasst und Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen, würde mich unterstützen, würde mir Freude bereiten. Ja, also wenn ihr Lust habt und so, lasst einfach mal ein bisschen Liebe da. Würde mich freuen. Also dann melden wir uns gleich nochmal, weil wir nähern uns jetzt diesem Hof. Bis gleich. Da sind wir wieder.
Freunde, wir haben uns mal kurz hier vorbereitet. Ihr seht, ich habe schon die Kamera auf dem Kopf. Da wird es jetzt eventuell, wenn es klappt, eine schöne Spezialaufnahme geben. Und wir sind jetzt noch 200 Meter von der Burg entfernt. Schaut mal, hier steht sogar ein Schild. Da, Burgruine Wieseneck, betreten auf eigene Gefahr. Ja, da gehen wir jetzt hin, die letzten paar Meter. Da unten habt ihr noch das Burgwappen, auch echt schön. Und jetzt gehen wir mal los. Der Falco ist schon vorgelaufen. Der läuft da vorne irgendwo. Und dann nehme ich euch jetzt die 200 Meter hier noch ein Stück mit. So, wir sind da. Wie ihr seht, könnt ihr da vorne schon die ersten Mauern erkennen. Und das ist so auch somit das Einzige, was hier noch steht. Und ja, wir zeigen euch aber auf jeden Fall noch einen Spezialort. Das ist richtig schön hier. Hier war vermutlich mal ein Tor oder ein Fenster. Wir können es nur vermuten. Aber könnte gut sein, dass hier mal der ehemalige Burgeingang war. Und ihr seht, es geht da rum und es geht da hinten noch rum. Gehen wir mal ein Stück. So, da geht jetzt mal hier ein Stück runter. Ja, seht ihr? Es geht bis da vorne hin. Ja, mal gucken, ob wir es von der anderen Seite sehen. Das ist mir hier dann doch ein bisschen zu steil. Ah ja, hier, genau, sind wir hier auf dem Plateau, das ist hier so eine Ebene, da hinten geht es dann auch noch lang und hier seht ihr, da ist Mauerstrukturen und hier, das geht einmal rum und hier geht es dann talwärts, also hier runter wäre nicht so gut, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, das könnt ihr sehen. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht eine Tafel finden oder irgendwie was über die Historie der Burg. Ja. Falco, also wir können es jetzt aussuchen. Wir können jetzt da lang oder wir gehen hier den längeren Weg. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Freunde mit und gehen den längeren Weg, oder? Ja. Ja, jetzt mal gucken, vielleicht finden wir hier noch eine Anzeigetafel, aber ich habe nichts in Erinnerung, dass hier irgendwas steht. Aber ich würde einfach Infos reinholen und würde die euch im Abspann auf jeden Fall mit einblenden. Ja. Und hier muss mal, ja auch, also auf jeden Fall, das ist ein Berg hier. Da stand auf jeden Fall auch mal was drauf. Ich glaube, denke mal die Hauptburg. Aber ihr seht, da könnt ihr kaum noch was erkennen. Und dann muss hier wahrscheinlich irgendwie ein offizieller Weg gewesen sein. Und das da unten war die Vorburg. Und der Falco und ich, wir dringen jetzt vor, laufen hier quasi diese ehemaligen Strukturen ab. Schaut mal, da hat es richtig dicke Steine. Hier überall, da auch nochmal ein. Die sind hier überall runtergefallen. Muss mal ein richtig imposantes Ding gewesen sein. Und hier, guck mal, da hat es einen riesen Graben hier.
da muss man auf jeden Fall einen Wall oder irgendwas mit dieser Burg auf jeden Fall zu tun haben, weil das ist ungewöhnlich, dass hier so ein großer Berg und dann dieser Graben, der muss zum Schutz dieser Burg gedient haben, auf jeden Fall. Da schaut mal, das ist auch hier mit Steinen übersät. Hier liegen überall die Steine rum. Da, das ist Wahnsinn. So, und der Falco und ich, wir werden da hochgehen. Mal schauen, ob wir diesen Weg hier nehmen oder ob wir über den Hang gehen. Aber ich schätze mal, wir gehen über den Hang, weil hier kann ja jeder. Falco, ne? Da hoch geht's jetzt. Da hoch auf dieses Plateau, da gehen wir jetzt hoch. Ja, Freunde, ihr seht, Steine en masse. Klar hat so Burg so an sich, ne? Wird ja nicht aus Luft und Liebe gebaut. Ja, und hier kommen wir jetzt auch an einen Teil. Hier muss auch mal irgendwas bebaut worden sein. Oder hier stand mal wahrscheinlich ein Tor. Weil da hat es dann auch wieder Strukturen. Und ich glaube, wenn man da graben würde, würde man auch Mauerstrukturen finden. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Weil da unten drunter, ihr seht, ich halt mal ran. Ihr seht, da sind Mauersteine. Das kann gut sein, dass es hier gemauert wurde. So, und der Falco und ich, wir gehen jetzt hier hoch, da hoch jetzt, auf jeden Fall, Freunde. So. Schaut mal hier, wir sind jetzt hier auf dem Plateau, da unten sind wir vorhin lang gegangen und wir sind jetzt hier oben auf diesem oberen Teil, geht's ordentlich runter und hier muss, also der Baum stand hier nicht original, hier muss wahrscheinlich dieser Oberteil, der Burgfried gestanden haben und die Oberburg sein. Hier seht ihr überall noch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, Mauerstrukturen. Hier könnt ihr es auf jeden Fall erkennen, Mauerstrukturen. Und hier, das ging mal einmal im Viereck. Wahrscheinlich hier auch nochmal rum. Und hier auch. Und wir gehen jetzt da mal runter. Ja, hier muss dieses obere Burgareal gewesen sein. Da ist der Falco da drüben. Und wir gehen jetzt mal hier runter und mal schauen, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, wir kommen schon nicht weit. Ja, das war's schon. Jetzt gucken wir uns aber noch die Mauer da vorne an. Oh, aua. Ach. Ja, jetzt gehen wir hier wieder runter, ja. Das muss hier, ja. Ein kleiner Teil, ja, okay, das könnte schon ein etwas größerer Teil gewesen sein. Und hier seht ihr auf jeden Fall, dass hier
wahrscheinlich, wo wir jetzt laufen, auch Mauerstrukturen mal waren. Und hier muss irgendwie ein Kellerraum oder irgendwas mit dieser Burg zu tun gehabt haben. Da geht es ordentlich runter. Aber der Falco und ich, wir gehen woanders runter. Aber schaut euch mal jetzt dieses Mauerteil hier an. Das ist doch ein krasses Ding. Geht bis da ganz hoch. Ja. Aber die Aussicht hier ist genial, sage ich euch. Falco, geh da vorne rechts, ne, den Weg. So, da sind wir hoch. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Und jetzt gehen der Falco und ich aber nicht da runter, sondern wir gehen hier jetzt diesen angenehmen Weg runter. Falco, und dann da vorne links, wir gehen schon da lang, aber ich zeig das dir dann. Ja, der Weg hier ist angenehm. Hier? Ja, ja, aber komm, ich zeig dir hier. Ich will noch. Ja, alles gut, aber hier gibt es noch einen Weg. Freunde? Schaut euch mal dieses Bauwerk noch von hier an. Laufen wir mal hier entlang. Ja, ich muss mal ein bisschen auf den Weg gucken. Ja, hier kommen die Dornen. Und der Falco hat ja immer wie immer eine kurze Hose an. Und da habt ihr noch mal das Mauerstück. Das muss wahrscheinlich entweder ja, eine Hauptburg. Also das ist ein Teil der Hauptburg gewesen sein, der oberen Burg. Ich vermute mal Wohngebäude, Wirtschaftsräume. Und hinten, wo wir vorerst waren, da war wahrscheinlich auf dem Hochplateau der Burgfried. Kann ich mir sehr gut vorstellen und vermuten. Und hier war auch, seht ihr, eine Mauer. Muss auch auf jeden Fall eine Stützmauer gewesen sein. Oder auch eine Außenmauer, weil hier ja natürlich der Hang ist. Und ihr seht, es geht hier einmal rum. Ich vermute entweder Stützmauer oder dass hier vielleicht auch ein Gebäude stand. Ja, das ist so alles, was ihr hier noch erkennen könnt. So, Freunde, wir sind jetzt hier wieder da den kleinen Weg runter. Da hinten sind wir hoch. Und wie ihr seht, das muss hier ja, diese Vorburg gewesen sein. Hier dieser ganze Teil. Und ich vermute, dass wirklich da hinten auf jeden Fall der Weg hochging. Also es muss eigentlich ein Burgeingang sein. Und dann ging das dort hoch. Und ich vermute, dass man über diesen Hang, über eine Treppe hochkam. Also hochkam in diesen Bereich da dieser Burg quasi, ja, also da oben rein. Und das ist so meine Vermutung auf jeden Fall. Aber es gibt hier so viel zu entdecken. Ich habe schon wieder was entdeckt. Da, also ich glaube, wenn man hier gescheit graben würde, man würde das ein oder andere Mauerrestchen noch finden. Und schade, dass das hier halt alles so bewachsen ist und dass halt alles so verwildert ist. Ja, aber schaut hier, da, Steine, die sind gelockert, wurden runtergefallen und ich vermute, dass die hier raus sind. Schaut mal, hier, das ist massiver Stein, da alles, da muss hier wahrscheinlich irgendwie auf jeden Fall ein großes Bauwerk, ein Tor, ein Bollwerk, was auch immer. Guck mal, wie dick die Mauer ist, es geht von da, es geht hier. Das ist ein riesen Ding. Dick und dick.
gucken wir mal. Vielleicht finden wir auch raus, wie dick das Ding war. Ja, schaut, da ist der Felsen. Und hier ist die Mauer. Ich denke mal, dass das gerade dieses Spaltmaß hier war. Das ist von hier bis hier. Das muss mal ein riesen Ding gewesen sein. Krass. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und dann schwenke ich euch mal hier durch. Ja. Und dann nochmal die Oberansicht. Da seht ihr diesen massiven Felsen. Und dann war das hier. Hier quasi diese Mauer. Und da wächst einfach oder ist einfach ein Baum gewachsen. Ja, aber Freunde, schaut. Schaut, schaut. Hier. Diese Wurzeln. Und da dieser blanke Felsen. Das Mauerwerk. Ich weiß nicht, ob man mich noch verstehen kann. Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt laufen wir mal hier wieder runter. Da habt ihr diesen Eingang, das eigentliche Eingangstor. Und dann hier dieses Plateau. Und da vorne ist mein Kumpel, der Falco. Der hat jetzt gerade noch ein Zigarettchen geraucht mit mir. Ein kleines Päuschen gemacht. Ja, und jetzt bleiben wir hier noch ein bisschen sitzen, genießen die Natur. So Freunde, wir laufen jetzt den Weg zurück und ich habe gleich erstmal ein richtig dickes Highlight für euch. Guck mal. Hier ist so ein riesen Ketterbaum umgestürzt, mitten über den Weg. Und da hat einfach einer hier eine Konstruktion gebaut. Mit Treppe, dass man nicht fällt. Das ist doch cool, oder? Und hier, guckt euch diesen Oschi an. Guckt euch diesen Oschi an. Ja, lauf. Und der Falco geht jetzt da durch. Guckt mal, wie grazil der da drüber schwenkt. Hey, super. Und jetzt ich, ab die Post. Und schaut, von der anderen Seite auch, da hat eine richtig schöne Treppe hingebaut. Das wäre wunderbar.
So Freunde, ich würde mich jetzt hier, bevor es wieder in die Zivilisation geht, von euch verabschieden. Der Falco läuft hinter mir, der ist ziemlich K.O. Falco, hast du noch was zu sagen? Alles Gute für euch. Ah, habt ihr gehört, alles Gute für euch. Und mit diesem Baumstamm hier und diesem abenteuerlichen Weg, bevor wir dann in die Zivilisation kommen. Ja, aber hier nehme ich euch jetzt noch mit, hier drüber. Oder drüber oder drunter. Mal gucken. Gehen wir drüber. So. Achtung, schaut mal da. Es ist echt gefährlich hier. Wunderschön, wa? Ja, das ist echt schön. Freunde, dann nehme ich euch noch hier ganz kurz mit. Guckt euch diesen Ausblick an. Und mit diesem Ausblick sage ich dann auf Wiedersehen. Lasst gerne, wenn es euch gefallen hat, die Natur pur, Burg Wieseneck, die Wanderung, lasst dann gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo würde ich mich freuen, wenn ihr auf Wandercontent steht. Lasst es mich auch wissen. Falls ihr Tipps habt für die ein oder andere Sache, wo ich verbessern kann oder ja, die ich machen kann in meinen Videos, weil ich bringe mir alles selber bei. Falls ihr da, wie gesagt, den einen oder anderen Tipp habt, sagt mir Bescheid. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man doch so schön. Und in diesem Sinne, macht's gut.